Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu DBC. Wir brauchen den Kompaktlader. Blup, da ist er. War der gerade schon da? Hilfe. Huch, Holzgebäude ist in Wartung. Na toll. Immobilien. So, in Wartung. Es ist Arbeiter 700 kostet. Furchtbar ist das. Aber bringt da 1000 hier, das ist hier. Ne? KM8. K8MH. Okay. Sehr seltsam. So, da haben wir die Kohle schon wieder vom Campingplatz drin. K8MH. So, die hier soll ich aus dem Weg schaffen. Kann ich die denn? Müsste doch theoretisch. So, und dann. Ah, Moment. Nee. Gut, also der ist nicht stark genug, die anzuheben. Das heißt, wir werden sie einfach fortbewegen, anstatt sie anzuheben, denn dafür ist er stark genug, die einfach wegzuschieben. So. Gasbehälter aus dem Weg schaffen. 0 von 4. So, 1 von 4. Okay, der eine, der vierte, der steht aber ziemlich außerhalb vom Weg, ne? Eigentlich sollte der aus dem Weg sein. Bam! So, dann nochmal. In der Hoffnung, dass nichts da drin in Flammen aufgeht durch die Reibung. Aber wir kriegen die schon weggeschafft. So, der eine, der gilt wohl offensichtlich als weggeschoben. Ah, mit weiter oben geht das sogar noch besser. So, zack. Die schieben wir einfach mal zum Nachbar rüber. Hier. Waren bestimmt dem sein. Pass mal auf, ich schieb die dir hier an die Hauswand ran. Denn wir brauchen hier Platz zum Bauen. So, dann machen wir den hier noch ein Stückchen rüber. Oder wir werfen ihn um, das können wir auch machen. Dann lässt er sich noch besser schieben. Sehr gut. Kann ich den nochmal umwerfen? Ah. Ah, jetzt haben wir ihn hier auf den Audi gestellt. Ist auch cool. Ah, ist schon ein Stück kaputt. Schon ein Stück weggegangen. Von dem Ding. Das ist auch ziemlich cool hier. So. So räumt man die Sachen richtig aus dem Weg. Also, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie das geht, so geht das. Ich kann ja eigentlich die Autos hier auch wegräumen, die sind auch so ein bisschen im Weg. Nur leicht, aber doch ein bisschen. So. Naja, ein bisschen Platz haben wir ja. So, dann den noch. Ein Stückchen weiter. Hier an die Wand geschoben. Wunderbar.
Okay, dann ist noch einer da. Der ist sogar schon dämlich umgefallen. Und es regnet. Aufgabe beendet. Für dich vielleicht, für mich noch nicht. So. Wir schieben den auch rüber. Was habe ich jetzt gemacht? Ach, ich habe X gedrückt. Okay. Ich dachte schon, oh mein Gott, ich habe irgendeine Tastenkombination gedrückt. Ach, schon wieder. Mensch. So. Ja, das muss schon richtig sein. So, jetzt ist das richtig. Okay, alle Gastanks aus dem Weg. Da ist noch einer. Der ist mir noch zu im Weg. Den schiebe ich auf meinen... Nein, den schieben wir hier hin. Auf den Pickup schieben ist blöd. Was war das? Was macht das? War doch hoffentlich in der Musik und nicht hier im Spiel. So, dann brauchen wir... Ist in Wartung. Links 3 Protokoll. Ist auf diesem Job links 3 Protokoll. Was heißt Protokoll? Minuten oder was? Verstärkt die Holzwände mit Nägel. Macht er das, ja? Macht er das richtig, ja? Hoffen wir mal. 15.000 haben wir. 20 brauchen wir noch. So, die Sonne kommt wieder, offensichtlich. Und ich brauche an meinem Kompaktlader einmal den Presslufthammer. So, dann kann es losgehen. Ganz schön ekliges Wetter hier drin. So, ich schau mal, ob das so besser geht. Das ist... Ah nein, mein Benzin ist alle. Treibstoff. $100. Brrt. Und schon läuft die Kiste wieder. Und das ist hier ein bisschen einfacher mit dem. Als wie mit dem Bagger, finde ich. Weil die Steuerung einfach viel intuitiver ist. Geräusch ist ein bisschen komisch beim Fahren. Ist auch interessant, dass es hier so leise ist. Draußen ist das Ding so laut und hier drinnen so leise. So. Zerstören. Überall schön zerstören. Mit dem Presslufthammer. Hier bei dem Stahlbeton bringt es leider überhaupt nichts, unten anzufangen, weil der bröselt nicht runter, denn der wird ja vom Stahl gehalten. Jetzt habe ich schon wieder Holzgebäude hat Einkommen erzielt von 1000, sehr gut. Das heißt, Holzgebäude ist jetzt wieder einsatzbereit. Holzgebäude. Was macht Holzgebäude überhaupt? Ich habe keine Ahnung, was Holzgebäude tut. Ich glaube, Holzgebäude ist irgendwie so eine Art unser Büro oder so. So, hier fange ich mal da an. Einmal nach unten. Rüber. Schön alles wegzermetern, wegmeißeln.
Also der Kompaktlader Bobcat, wie ich ihn nenne. Aber Bobcat ist, glaube ich, die Marke, weil das ist der Cut. Und der nennt sich dann, glaube ich, Bobcat. Ich weiß nicht. Irgendwie sowas habe ich in Erinnerung. Caterpillar, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht das hier sehr, sehr viel schneller als mit dem Bagger. Aber so ein Bagger ist ja auch eigentlich zum Baggern vorgesehen und nicht für sowas hier. Ich meine, gut, irgendwelche großen Gebäude dann abknabbern oder so. Da geht natürlich nur ein Bagger. Da kommt man mit so einem Kompaktlader hier nicht, nicht sehr weit. Muss man mehr hin und her schauen. Ich denke, boah, ich sehe gar nichts. So, das war hier alles. Gut. Dann stehen da quasi nur noch die Stahlstangen. Die Bewährungsstahlstangen aus dem Boden heraus. So, dann geht's hier weiter. Der Sturz steht noch, der muss auch noch weg. Ja, zack. Hä? Ist hier halt genau andersrum. Linke Maustaste ist nach unten und rechte ist nach oben. Und das ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich finde links eher, wobei, nein, eigentlich ist rechts eher runter und links eher oben. Das stimmt schon. Machen wir mal hier weiter. Das nehme ich schon mal. Dauert schon lang alles hier mittlerweile, ne? Ich meine, das geht eigentlich noch als Job für... Wie viel gibt es hier? 3.500? So um den Dreh. Das ist eigentlich schon ganz cool. Geht schon ganz gut. Vertrag abgeschlossen. Wir haben noch nicht mal annähernd fertig. Also bescheißen tun wir nicht, ne? Dann machen wir unsere Arbeit schon noch fertig. So. So, jetzt ist rum. Huch, wo bin ich jetzt reingefahren? Okay. So, jetzt ist Vertrag beendet. Enter. Jawohl. 2000 gab es, nicht 3,5. 3,5 war beim anderen. Verwende Parkschilder, um gekaufte Fahrzeuge zu aktuellen Standort. Zu aktuellen Standort. Zu aktuellen. Zum aktuellen, zu dem. Naja, egal. Deutschlehrer hat wieder gesprochen. So, Verträge. Erstmal gucken, Immobilien, die sind alle sehr gut. Verträge, da fehlt Abrissbirne. Da haben wir... Es ist einfach... Es gibt eine neue Scheine, die verschwinden muss. Ich bin kein Experte, aber es wird sicherlich einige schwere Maschinen erfordern. Bagger, Bulldozer und Presslufthammer. Ich brauche jemanden mit der Abrissbirne, ein Gebäude abzureißen und einen Felsen in den Bagger zu entfernen. Und einige Felsen mit einem Bagger zu entfernen. Okay. So, hier ist überall Abrissbirne erforderlich. Das heißt, es bleibt uns nur noch dieses hier. Einmal mit dem Taxi hin. Lalalala. Kann ich nicht, weil habe ich noch nicht. Lalalala. So, es hat auch endlich mal wieder aufgehört zu regnen. Sehr gut. Nach so vielen Jahren. Endlich hat es wieder aufgehört zu regnen. Es regnet ja jetzt schon jahrelang. Mindestens. So, Kamera, ich lass dich mal so. Und dann düsen wir mal schnell nach unentdeckt.
Alles cool. Drehzahl funktioniert. Und Geschwindigkeitsanzeige funktioniert. Aber schneller als 40 Meilen fahren wir offensichtlich nicht. Dürfen wir offensichtlich nicht innerorts. Meilen. Wegpunkt wo? Ach hier, okay. Sehr weit weg. Sehr weit weg, dieser Wegpunkt. Naja. Also mit der Innenansicht ist teilweise ganz gut arbeiten. Das muss man hier lassen. Die Real-Ansicht. Wo ist das Navi? Wo fahren wir hier neben der Strecke? Wir fahren nicht neben der Strecke, wir fahren auf der Strecke. Jetzt fahren wir... Auch du Scheiße. Oha. Jetzt sind wir gerade neben der Strecke gefahren. Uiuiui. Fast auf die Seite gelegt. Ist nicht so gut. Gilt es zu vermeiden. Wobei, es reparieren kostet, glaube ich, nichts, ne? Aber ich weiß nicht, ob wir uns dann da irgendwo festpacken. Ey, das Haus hatte gerade 4 Kamine. Okay. Bisschen übertrieben. So. Bums. Und gegens Mikrofon gehauen. Mit dem, beim Aussteigen mit dem Vorschlaghammer. So, zack. Ist sehr einfach. Es gibt eine Scheune, die verschwinden muss. Ich bin kein Experte, aber es wird sicherlich einige schwere Maschinen. Es ist sehr einfach. Es wird aber sicherlich einige schwere Maschinen erfordern. Aber wenn es doch so einfach ist, warum erfordert es denn dann schwere Maschinen? Das verstehe ich überhaupt nicht. So. Was nehmen wir denn? Wir nehmen mal den Bagger. Bagger geliefert. Sehr gut. Und schauen erstmal, was gibt es denn hier zu tun? Was ist das hier? Eine Gasflasche. Ich kann die nicht nehmen. Bing! Ah, okay, die ist gefroren. Interessant. Naja. Offensichtlich macht es da nichts, wenn wir da drüber rauschen. Ah, bei denen allerdings schon. So, dann fahre ich hier einfach mal hier hin. Erstmal die Baustelle begutachten. Die müssen natürlich weg. Das geht nicht. Da hole ich mal eben den Pickup. So. Und dann fahren wir die Dinger da mal eben kurz weg. Und nicht dem Kunde seine Sachen kaputt machen. Ja. So, du auch. Komm. Ja. Gut, dann bleib da. Wenn es dir gefällt. So. Und die letzte kommt dann hier drauf, so. Würde ich mal sagen. Naja gut, sind alle drin. So, jetzt gehe aber trotzdem mal in die Ansicht, dass mir hier keine rausfallen. Schön langsam fahren. Geht auf jeden Fall schneller, als die einzeln wegzuschaffen. Oh. Mist. So viel dazu, wa? So, dann können wir gleich mal die Gasflasche, die hier ausprobieren. Oh, sehr gut. Ha! Schon gelötet. So, also ist Vorsicht geboten, dass die nicht hier vom Pickup runterfallen. Oder einfach sehr schnell fahren. Ha! Alle auf einmal abgeleert. Sehr gut. Ohne den Pickup weiter zu beschädigen. Haha, Idioten. Idioten-Gasflaschen. Oh, Moment mal. Dieser Schlauch hier, kann man da...
Na gut, passiert nichts. Wäre auch zu bumm, um wahr zu sein. So, jetzt muss ich hier unbedingt mit einem... Oder kann ich auch mit dem hier rumknabbern? Ja, kann ich auch mit dem machen. Sehr gut. Nanu. Da hat's gescheppert. Ich schätze... Ja, dachte ich mir schon. Ich kann nämlich bestimmt auch so machen. Oh, da fällt nämlich hier gleich alles ein. So, jetzt will ich mal was versuchen. Das habe ich mir nämlich schon gedacht. Ich fahre über Büsche. Büsche müssen wir dann noch planieren. Aber zumindest können wir so schon mal ein bisschen schneller abreißen. Das geht so ganz gut. Ja toll, da kann ich auch mit dem Bagger selber. Die Sachen kaputt fahren. Ich meine, der wird da ein bisschen drunter leiden, aber wahrscheinlich nicht allzu schlimm. So, machen wir mal hier. Huch, ich hänge. Ich hänge fest. Auf die etwas schnellere Methode. Besser als mit dem Presslufthammer oder dem Knabberer. Mit dem Presslufthammer oder der Schaufel. Knabberteil ist halt einfach unfassbar stabil. Geil, richtig wütend hier drin. Ha! Sehr schön. Schnapp es dir! Na? Will nicht. Das ist kaputt. Kaputt. Huch, wo häng ich? Ah, ich hänge an meiner eigenen Kette. So wird eingerissen. Sehr gut. Kann ich hier noch weiter rauszoomen? Ah, das ist auch sehr gut. So,
ein wild gewordener Dinosaurier, der hier rumrandaliert. Okay. Dann fahren wir mal wieder ein Stückchen rein. So, das sollte gut sein. Ah, richtig abreißen hier. Ach, das macht Spaß. Den hier auch im Schucken. Noch ein Knabber? Nein, geht auch nicht. Kabam! Bam, 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 bam. Farbe Büsche müssen auch noch machen. Aber zuerst reißen wir natürlich das Haus voll ab. Und dafür würden wir das Haus, die Scheune, dafür würden wir schließlich bezahlt. Oder werden wir bezahlt. Das Ding hier richtig, dem Ding richtig den Chaos zu machen. Knabberer. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu leise werde. Dass ich mich hier zu sehr vom Mikrofon entferne. So, hier noch ein bisschen und noch ein bisschen anziehen. Oh, das ist eine ganz schön lange Folge, sehe ich gerade. Hat denn mein Timer? Der hat schon geklingelt. Sehr schön. Naja, abgerissen haben wir jetzt. Ich will sehen, dieser Bettungmischer, was es da dann noch gibt. So, das nenne ich erledigt. Ich würde sagen, Hausabriss ist getätigt. Und damit verabschiede ich mich in eine Folgenpause und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht hier bei DBC, wenn wir über Büsche fahren mit der... Kann ich das mit dem Bagger machen? Ja, das kann ich auch mit dem Bagger machen. Sehr gut, das machen wir mit dem Bagger. Morgen, wenn es wieder heißt, time to play hier bei CBD. DBC. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.